Freunde, nahtlos geht es weiter am Grubenhaus. Direkt die nächste Folge. Dieses Mal ist es oktoberlich, kalt, feucht, frisch, wie auch immer. Heute wird noch mal ein bisschen gebuddelt. Auf geht's. Folge geht es an den Einstieg ins Grubenhaus. Hier soll noch eine Treppe hin, damit man hier ein bisschen besser reinkommt. Momentan geht das zwar auch, aber es geht auch noch deutlich bequemer. War der körperliche und unter anstrengendste Bauabschnitt. Von dieser komischen Rückenhaltung hatte ich auch noch Tage später was. So, der Einstieg ist fertig. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch die Kanten hier abstützen, sonst bröckelt mir das alles weg, wenn ich da ständig hoch und runter laufe. Dafür brauche ich Material. Man spürt den Einzug des Herbstes deutlich. Der Wald ist schon viel lichter als noch letzte Woche und beim Laufen durch den Wald kann man schon sehr weit in die Ferne blicken. Ich bin hier bei meinem allerersten Camp. Hier liegt noch ordentlich Material rum. Da werde ich mir ein bisschen was raussuchen. Dann muss ich nicht so viel suchen. Der Boden des Lagers hier hat schon eindeutig bessere Zeiten gehabt. Die Dinger sind schon alle ganz schön morsch und ich traue mich ehrlich gesagt auch nicht mehr oben drauf zu gehen. Deshalb nehme ich die alle runter und irgendwann kommt da vielleicht auch mal wieder ein neuer Boden rein. Aber die kann ich super nochmal verwenden, um eben die Kanten abzustützen. So, jetzt habe ich einen ordentlichen Stapel Material. Jetzt muss ich den ganzen Krempel nur noch irgendwie rüber schaffen. Thank you.
Das Kantenabsichern ist tatsächlich nochmal deutlich mehr Arbeit, als ich dachte. Aber das gilt irgendwie für das komplette Projekt hier. Es ist Wahnsinn, was da alles an Arbeit jetzt schon drin steckt und da noch alles rein muss. Aber gut, umso geiler wird das Gefühl sein, wenn das Ding endlich mal fertig ist. So, das war's jetzt auch schon für heute. Ist zwar ein bisschen blöder Zeitpunkt, um aufzuhören, weil hier noch komplett die zweite Stufe sozusagen fehlt. Aber egal, beim nächsten Mal, wenn ich wieder hier bin, geht's dann schön in den Innenraum rein, so der Innenausbau beginnt sozusagen. Das heißt, es wird früher oder später fertig sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, Abo nicht vergessen, bis nächsten Sonntag um 10. Ciao, ciao.